Dann das ist zum Beispiel Aaron Brown, der 25-Jährige, der auch bei den Bronzemedaillen-Siegen bei den Weltmeisterschaften in Moskau und in Peking dabei war, also bei den dritten Plätzen der 4x100-Meter-Staffel Kanadas. Daneben Churandi Martina, Vierter über 100 Meter in Peking, der 32-Jährige, Fünfter über 200 Meter, hat nochmal gezeigt, dass man auch mit über 30 Jahren noch schnell unterwegs sein kann. Und ein, auch wenn das Wort wie immer nicht schön ist, aber ein Sympathieträger, ich benutze es trotzdem, der britische Leichtathletik Adam Gemayli auf Bahn 3. Dann kommt Jimmy Vicot, der nach den Olympischen Spielen sich von seinem Trainer Guy Antonio getrennt hat. Und dann schon André de Grasse, der Zweiter war, über 200 Meter in Rio de Janeiro hinter Usain Bolt. Jinji Uya, auch schon Europameister mit der Staffel. Jinji Uya ist auch in Rom mit dabei gewesen. Auch de Grasse war in Rom am Start. De Grasse hat da die 200 Meter gewonnen. Uya hat die 100 Meter gewonnen. Also ein kleines Fernduell und jetzt treffen sie direkt aufeinander. Ben Youssef Maité noch auf der 7 und Rhys Prescott, auf den bin ich auch wirklich gespannt. Das ist ein 21-jähriger Brite, den sie auf der Insel so nennen, the British Bolt. Na, das muss man mal abwarten. Als ich Usain Bolt zum ersten Mal gesehen habe, da war er 17 Jahre alt und stellte da schon die jeweiligen Altersrekorde ein und auf. Aber mal sehen. Rhys Prescott. Ich habe ihn noch nie gesehen, muss ich zugeben. Wir können auch nicht überall sein. Und deshalb finde ich es sehr, sehr interessant, dass der 21-Jährige hier in Oslo dabei ist. Gemayli auf der Bahn 3, Vicot auf der 4, de Grasse auf der 5, Uya auf der 6. Vicot im gelben Hemd, leicht auszumachen, daneben de Grasse. Natürlich kommt der junge Brite am Start nicht gut raus. De Grasse ist im Augenblick gut dabei. Und Vicot hat sich verletzt. Das wäre natürlich extrem bitter. Das ist natürlich das, was man fürchtet, was nicht sein soll. Aber sobald da ein kleines Zucken da ist, De Grasse gewinnt in 10,02 Sekunden. Das ist für Oslo normal. Den Meeting-Rekord hält übrigens nicht, wie fälschlich in den Unterlagen zu lesen ist, gewisser Usain Bolt, sondern Asafa Powell. Der lief nämlich mal 9,72. Mal sehen, ob das auch Auswirkungen hat für die französische Mannschaft. In der nächsten Woche haben wir 3 Tage lang die Team-Europameisterschaft in Frankreich, in Nordfrankreich, in Lille. Und da könnte es durchaus sein, dass die französische Mannschaft eben auf Vicot verzichten muss. Dann, ja, das kann schon passieren. Jetzt warten wir das aber erstmal ab, was daraus wird. Hier nochmal die Gesamtentwicklung des Rennens. De Grasse gewinnt 10.01, Jinji Uya 10.02 für beide Saisonbestleistung. Auch Yusuf 10.03, ein ganz enger Einlauf. Rhys Prescott, der ganz weit die Arme auseinander hält am Start. So in der Art habe ich das auch noch nicht oft gesehen. Und hier haben wir Jimmy Vicot. Da schießt garantiert irgendein Schmerz irgendwo rein. Ansonsten wäre er durchgelaufen. De Grasse, das Diamond League Meeting hier in Oslo hat er gewonnen. In Eugene war er Vierter, Wind unterstützte 9,96, Rom, wie gesagt, da hat er die 200 Meter gewonnen. De Grasse, Uya und Mete. Hat sich wirklich stabilisiert. André de Grasse war eine riesen Überraschung, auch bei den Olympischen Spielen. Auch vorher schon hat er das angedeutet. Der erste kanadische Sprinter, der 3 Medaillen bei Olympischen Spielen gewann. 100 Meter, 200 Meter und natürlich die Staffel.